Gut, also erstmal herzlichen Glückwunsch zum ersten Saisonsieg. Wie schätzt ihr das ein? Wie viel Glück, wie viel Können war da? Ich glaube, das hat weniger mit Glück oder Können zu tun, sagt er. Ich glaube, es ist einfach eine Willenssache heute. Und man merkt auch, dass die Mannschaft auch einfach heute über 90 Minuten so aggressiv, so willig war, das Spiel endlich mal oder ein Spiel endlich mal zu gewinnen. Und letztendlich sagen wir, war es nicht mal unverdient. Mhm, gut. Der Torschütze, der Abdelrahman Mohamed, Spieler des Tages, kann man das so sagen? Ja, vor allem der Abdul, seit ich ihn kenne. Ich habe ihn ja jetzt in die Mannschaft damit eingebaut. Er hat unheimliche Wille, hat eine hohe Laufbereitschaft, also er gibt dann jedem Training Gas. Und dem Jungen wünsche ich das ganz besonders. Daher kann man schon sagen, ja, Spieler des Tages für mich, absolut. Gut, die Saison ist ja noch, geht ja noch ein bisschen. Haben Sie und Ihre Mannschaft jetzt Lust auf mehr zu bekommen, nochmal ein Spiel zu gewinnen? Ja, ganz klar, wir sind Fußballer und das ist ja das, was ich schon seit Wochen zu der Truppe sage. Ja, das war Charaktersache jetzt, ne? Wenn man Zweitletzter ist und die Chancen recht gering sind, dass wir in der Klasse bleiben, dass wir uns aber hier ordentlich und mit viel Wille und Engagement aus dieser Klasse verabschieden werden. Und natürlich, wir wollen jedes Spiel, wollen wir gewinnen und wir wollen so viele Punkte wie möglich holen. Gut, super, schön kompakt. Vielen Dank. Alles klar. Und noch eine schöne Restsaison. Jawohl, Dankeschön. Ja.